Goblin-Mogel, ich muss ja sagen, ich mag keine Zwerge, aber diese Idee mit dem Wegkäse ist irgendwie gut. Das scheinen ja auch ganz komische Zwerge zu sein. Die haben gar nicht versucht, mir was zu klauen oder mir die rüber abzuhauen. Mögt ihr Spinne? Könnte ich ja mal probieren. Also wir sind nie einer neuen Nahrung abgeneigt, nicht wahr, Bubu? Ja, komm, Goblin-Mogel, dann gib ihr doch mal was von der komischen Spinne da ab. Ja, ich mach mal so ein knuspriges Stück ab und so ein weiches Stück, damit man richtig probieren kann. Hey, Auruk, Sommer, Spuri, Spinne, lass mal die Pilze holen. Ey, ja, die Pilze. Alle Zwerge laufen mittlerweile los, holen Pilze. Den Käse zu schneiden. Ja, von Hartkäse bis Weichkäse ist wohl alles hier in dem kleinen Lager aufgetaucht. Und so könnt ihr eine geruhsame Mahlzeit einnehmen an der Seite der Hügelzwerge, so sie sich gerade vorgestellt haben. Allesamt mit sehr drolligen, vor allem Nachnamen, Hartkrust, Kohlkupfer, Bösesten, M-Klein oder Beutelsaum. Also alle sehr sprechende Namen. Und ja, könnt dann hier gemeinsam Käse, auch ein deftiges Brot essen oder Spinne. Ronger wird von seinen Erfolgen erzählen, als er sich den Titel der Schracker Crew geholt hat. Das war nichts Großartiges, es war nur eine ziemlich große Höhlenspinne. Und eine sehr leckere Höhlenspinne. Und dann habe ich es angeleckt und jetzt gehört sie mir. Groggel? Ja? Du wolltest mir doch auch was von der Spinne geben. Du warst gemein zu Goggelmoggel. Ich mach das wieder gut. Ich würde jetzt die kleine Tröte rausholen und sie den Groggel geben. Nein, du musst dich bei Goggelmoggel entschuldigen. Mhm. Und eine Tröte habe ich schon. Ihr wollt auf die andere Seite, ja? Die Silbermine? Genau. Ja, also das ist an Isenpool vorbei. Erst kommt die Erzmine, dann kommt das Edelngut und dann kommt da die Silbermine. Ich weiß nicht, ob da Zwerge leben, ich glaube nicht. Also, da sollten keine Zwerge leben. Die haben wir schon, aber nicht an der Silbermine. Wir sind ja keine Amboss-Zwerge oder gar Erzzwerge. Oh, ihr mögt keine anderen Zwerge? Also schon andere Zwerge. Andere Hügelzwerge. Ach, Hügelzwerge. Was ist mit diesen Zwergen in den Eisenkleidern? Mögt ihr die? Nee. Also, was heißt nee? Wir mögen einfach Hügelzwerge. Zu den anderen wollen wir keine Äußerung abgeben. Ich glaube, die Hügelzwerge sind der beste Zwergenstamm. Ja, das meine ich auch. Hier, wollt ihr ein bisschen Grieß? Ja. Ja, gerne. Ich schieb dir eine große Schüssel mit Grieß rüber. Ja, ich fange sofort an zu essen. Streite mich mit Groggel darüber. Landet auch so ein bisschen was in deinem Fell, sodass du dann selber so einen kleinen Bart verfügst. Sieht fast ein bisschen zwergisch aus. Ich würde die Goblins ein bisschen anzischen. Ey, lasst uns auch was übrig. Der hat uns gegeben. Genau, und ich habe meine Zunge reingesteckt, deswegen gehört es jetzt mir. Und jetzt gibt's her, Goggelmoggel. Kommen wir heute noch los oder müssen wir jetzt hier übernachten? Wir können gleich weiter, wir müssen nur aufessen. Das ist unhöflich, wenn man was übrig lässt. Ja, so könnt ihr aufessen und dann weiterziehen. Wollt ihr dann auch in die Hauptstadt selber? Natürlich, wir müssen ja mit der Chefin da reden. Ja, statt Dornach könnt ihr dann in die in den Dornstühn vordringen, beziehungsweise ihr könnt sehen, ein kleines Dörfchen mit allerlei Handel, auch wenn das so abgelegen ist und die Straße gar nicht so gut ausgebaut ist, aber die Baronie Rosenbusch ist dicht besiedelt und profitiert dann doch von der günstigen Lage mit Ackerbau und Viehzucht. Die Wachen werden euch sehr schief angucken, aber auf die ein oder anderen Worte von dem Ritter Zidon oder auch von Magus Kasim könnt ihr dann sowohl vorgelassen werden in die Hauptstadt Dornach und dann eben auch zu der Baronin Oleana. Die empfängt euch in ihrer kleinen Baronsburg, kleines Zimmer, nicht ganz so groß wie das vom Burggrafen Beregelsaum bzw. Pantlerin.
Aber sie nickt euch zu, wenn ihr denn sagt, dass ihr von dort kommt. Nun, Goblins, so, ja, die sieht man hier in den letzten Tagen häufiger. Und ihr kommt ja, also, ihr kommt jetzt also aus Halling, ja? Nee, die kommen aus Halling, wir kommen vom Hügel. Wir kommen aus Hallingen, wir wurden geschickt, wir sollen zu der Silbermine noch ein bisschen östlich von hier, glaube ich. Aber berichtet uns, die Hügelzwerge hatten uns berichtet, dass Goblins in letzter Zeit ein Problem geworden sind hier in der Gegend. Tja, was hat das damit auf sich? Nicht die Goblins fürchten wir, vor allem nicht nur sie, aber vor allem Varina von Mersing, die Drachenmeisterin, die hier in dieser Baronie, dieser schönen Baronie vorbeigezogen ist und jetzt südlich von hier kein Forst Obstein Tiefwald sitzt. Ich weiß nicht, was sie tut, aber sie sammelt ihre Kräfte und will wohl mit dem Silber, was sie eingenommen hat, weitere Söldlinge abwerben. Eine gefährliche Situation, da wir auch noch eine Erzmine haben, und sollten sie diese ebenso nehmen mit weiteren Söldnern oder den Drachen, dann könnte es tatsächlich das Ende für den Dornstühn sein. Werte Großschamanin der Menschen, macht euch keine Sorgen. Goggelmoggel und ich werden dann dafür sorgen, dass die bösen Menschen aus der Mine verschwinden. Ja, dann seht ihr alle, dass wir Goblins ganz, ganz dufte Leute sind. Ich frage wegen der Goblins, ob sie ein Problem sind, weil uns wurde berichtet, dass ein Waffenstillstand mit, Entschuldigung, Groggel, wie war nochmal der Name von deinem Stamm? Da, Häuptling Zimblem. Mit dem Häuptling Zimblem ausgehandelt worden ist, und wenn es jetzt zu Übergriffen von Goblins gekommen ist, dann macht mir das Sorgen, da wir in diplomatischer Mission auch unterwegs waren, diesen Frieden zu erneuern. Im Zusatz mit dem Reinigen der Silbermine von den Schergen der Drachenmeisterin. Weiß ich, putze jetzt nicht die Mine. Also, die Überfälle, die sich auf den Rosenbusch ereignet haben, kamen plötzlich und mit aller Härte. Zunächst aus dem Osten. Sie manifestierten sich dann hier, haben sich dort gestärkt. Ich weiß nicht genau, welchen finsteren Plan Varina von Mersing tatsächlich verfolgt. Aber sie waren wohl auch im Norden von hier. Hier soll es wohl einen alten schwarzen Fels geben mit einer Drachenruine. Allerdings dazu weiß ich wenig. Verzeiht. Aber nachdem sie dann im Norden gewütet haben, kamen sie erneut in den Kreienforst, haben uns die Silbermine genommen und kurz danach haben wir auch von einigen Flüchtlingen gehört oder von einigen Holzfällern und Waldarbeitern, dass viele Rotpelze in der Nähe gesichtet worden sind. Es gab zwar keine Übergriffe, aber die Köhler sind sehr besorgt. Na, dann waren das auch welche von uns Entbehrlichen, weil wir sind stark wie Bären und Speer. Also ihr gehört nicht dazu. Na, wir gehören zu Ziblim, haben wir doch schon gesagt. Aber ihr gehört nicht zu der Mersing, ja? Nee, mit der Büffeldrachenreiterin haben wir nichts zu tun. Die ist wirklich doof. Wir haben uns mit den Goblins im Bunde, um die Silbermine zurückzuholen gegen diese Drachenreiter. Ja, und irgendwann werde ich Drachentöter und dann kriege ich einen zweiten Namen. Und Hühnchen. Mein Großvater ist wahrlich klug, dass er einen solchen Waffenstillstand geschlossen hat. Dann mögen wir ihm vertrauen. Hoffen wir also, dass die Goblins es dabei belassen und keine Übergriffe auf Holzarbeiter oder die Dorfbevölkerung zu verzeichnen gibt. Es wäre wahrlich schade, wenn ich jetzt die Jagd auf euch Rotpelze eröffnen müsste. Na, ich glaube, dann wird Bauer Rogel auch ganz wütend, und Bauer Rogel ist nett. Ja. Ein solcher Bauer sagt mir nichts. Kommt er aus meiner Baronie? Kommt er von hier? Ronga, sag mal, du kennst den. Ich glaube, das war östlich von hier, wo er herkam. Ochsenweide, er ist unser bestester Menschenfreund. Großschamanerisch Rogel. Mächtiger Mann. Also gut, ihr könnt weiterziehen, wenn der Magier und der Ritter mir versichert, dass ihr keine finsteren Dinge in der Hinterhand habt. Ihr wollt zur Silbermine, ja? Da, genau, das ist der Plan. Und ich
verbürge mich wohl für diese beiden Rotpelze. Also gut. Überbringt meinem Großvater bitte beste Grüße von mir und sagt, dass ich den Rosenbusch noch halten kann. Aber ich würde mich freuen, wenn er mir Truppen entsendet. Oh, das werden wir berichten. Großschamanin, die Menschen wollen hier schlafen, weil die das nicht so mögen, wenn das auf die herunter regnet. Genau, wir werden einfach in die nächste Schenke eingekehrt. Sie werden in ihrer beschaulichen Stadt auch bestimmt eine haben. Selbstverständlich. Ihr sollt auf unsere Kosten dort schlafen. Ich werde euch ein kleines Schreiben anfertigen und die Goblins mögen im Stall schlafen, wenn sie dies wünschen. Ist da Heu drin? Ich vermute. Aber fresst uns nicht die Pferde an. Na gut, versprochen. Also großes Goblin-Ehrenwort. Grüßt mein Großvater. Beste Wünsche. Ja, mache ich. Sie dürfen sich entfernen. Wer ist denn der Großvater? Was ist ein Großvater? Ich auch gerade fragen, wer denn der Großvater ist, aber ich grüße ihn gerne. Ja, dann fragen wir einfach Rogel, der weiß sowas. Mhm. Ja, so könnt ihr unten im Dorf einziehen, in den Stallungen bzw. im Gasthaus übernachten. Irgendwas Besonderes, was ihr tun mögt. So. Goggelmoggel und Groggel, ihr passt bitte auf mein Pferd auf. Über Nacht, dann passiert dem guten Ross nichts. Denn der muss nur aufpassen, weil mein Born beißt. Passt einfach auf. Wir stellen einfach Ronau und Born davor und dann geht keiner an das Pferdchen dran. Genau, weil Ronau und Born beißen. Mhm. Okay, also, wo wir die Miete sparen, können wir ja mehr Geld für Alkohol ausgeben oder was meint der Rest von euch? Also, ich betrinke mich heute hart und trinke ich morgen den ganzen Tag nicht. Oh, so, ich habe eine Einklang. Idee. Ich mache Schnaps. Und das ist eine gute Idee. Wie willst du so schnell Schnaps anfertigen? Das macht mir Sorgen. Außerdem, ich habe ihn halt schon angedetzt vor 2 Tagen. Das reicht nicht ganz. Wir können auch einfach welchen kaufen. Jetzt hat er schon wieder gesagt, dieses Kaufen. Er soll lieber einen Huhn kaufen. Genau. Hühner sind lecker. Ja, so könnt ihr den Abend vergnüglich auf die Kosten der Baronin verbringen, viel Alkohol trinken und am nächsten Tag mit 2 weiteren Hühnern von dannen ziehen. Noch irgendwas anderes, was ihr kaufen möchtet? Ich hätte mir noch ein kleines Messer gekauft für Holzbearbeitung. Ja, ist sicherlich kein Problem. Messer wird man immer und überall finden. Ich würde gerne auch noch ein Hühnchen kaufen. Ein extra Hühnchen. Ein extra Hühnchen für den Weg. Ein Weghühnchen. Goggelmoggel, was möchtest du kaufen? Ich möchte nichts kaufen, aber ich möchte weiter an meinem angesetzten Schnaps arbeiten, damit er auch richtig reinknallt. Ausgezeichnet. Würfel mal auf Schnapsbrennen. Ja, das mache ich. Ich verwende mein Meisterhandwerk und setze da 5 ASP rein. Hast du ein Berufsgeheimnis? Nein. Wie brauchst du? Wie brennst du? Ich habe einen Kupferkessel auf und deinem Streitwagen. Bauchige Glasflaschen. Mhm. Okay. Genau, ich habe alles auf meinem Streitwagen, das nehme ich dann halt raus und stelle das da halt in den Stall und dann fange ich da an. Oh Gott, Patzer, der Stall brennt. Ja, Meisterhandwerk. Ach nee, warte mal, ich habe jetzt eine Erleichterung eingetragen, das ist natürlich Quatsch, ich müsste eigentlich einen Bonus eintragen. Genau, da hast du 21 Punkte über. Nur 22. Wie nennst du das Gebräu? Bärenschnaps. Eldangorvas Bärenschnaps. Ja, einfach nur Bärenschnaps oder irgendwie Ziblim oder... Oh, nein, ich nenne den natürlich zu Ehren von Rogel. Rogelscher... Bauer Rogels Bärenschnappes. Ja, du fängst an zu brauen und die Nacht kehrt ein. Irgendwann so gegen 22 Uhr, die Gastwirtin will dann wohl schon zumachen. Da kehrst du dann mit an den Tisch von allen anderen heran und stellst den Schnaps auf den Tisch.
Es duftet, also es ist so süßlich, als ob es Honig. Was hast du alles reingetan? Was hast du da benutzt als Basis? Verschiedene Waldbeeren, dann kam natürlich auch Honig rein. Oh, geil. Ein bisschen Thymian, weil das muss ja auch den Rachen putzen. Ja, Wurzeln, was halt noch da war, aber hauptsächlich Beeren. 21 Punkte auf Schnapsbrennen. Es riecht so absolut verführerisch, euch läuft das Wasser im Munde zusammen, als ihr diese Beeren riecht. Und auch diese leichte, ja, ist das Minze, was sie da reingetan hat? Auf alle Fälle riecht es unglaublich gut und Don Dronga hat auch schon richtig ein Sitzen. Aber bevor du ins Bett gehst, musst du das probieren. Ich gucke es argwöhnisch an und dann sage Nirna, im Bornland kennt jeder mindestens eine Person, die schon von selbstgebrannten Meshkinnis erblindet ist. Ich wäre vorsichtig. Egal wie gut es riecht. Ja, aber wenn du nicht willst, dann trinken wir eben alles an. Schnaps, den probiere ich. Ah, also, ich bin sehr gespannt, was ihr aus Schnapsbrennen gemacht. Ich würde einfach mal ganz dreist abwarten, wie es Ronga ergeht. Ja, Ronga, wollen wir mal eine Zechenprobe? Aber natürlich. Ist halt schon echt gut dabei. Gesehen sich auch wohl noch einige andere. Sind das Holzfälle? Bevölkerung von Rosenbusch stellt sich dann so um den Tisch rum und guckt dann Ronka dabei zu, wie er den Schnaps runterstürzt. Und wie gesagt, du hast auch echt einen Sitzen, aber da muss noch einer gehen. Also dieses eine Becherchen hat echt Lust auf mehr gemacht. Du musst dir eine Träne verkneifen, dass du nicht anfängst zu weinen. So lecker und süß und ist wie eine Umarmung deiner Mutter. Oh. Die Reaktion betrachtend würde ich mir dann auch mal so ein Gläslein voll machen und trinken. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber das war der beste Schnaps, den ich in meinem Leben getrunken habe. Ja, ich weiß. Goggelmoggel weiß, wie man guten Schnaps brennt. Und in Gedenken an Bauer Rogel ist es der beste Schnaps geworden. Aber betrinkt euch nicht zu sehr. Aber ein paar davon müssen noch. Ja, wer vom Goggelmoggel Angst hat, sollte gar nicht erst saufen. Goggelmoggel? Ja. Ich hab hier ein Hühnchen für dich. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Oh, Entschuldigung angenommen. Dann darf ich auch Schnuckschnappes probieren. Mhm. Ja. Und Spinne. Vorsichtshalber lecke ich das Huhn aber nochmal an. Ja, man muss ja auch sicher gehen. Ihr könnt aufgrund des Schnaps mit einer plus 3 regenerieren heute Abend. Und dann viel zu spät ins Bett gehen. Ja, noch ein bisschen später. Man möchte noch den Magierstab aufladen. Ja, womit? Das hat sich inzwischen echt bewährt mit dem Frigosphero. Frigosphero. Kannst du reinwürfeln und dann regenerieren. Wir schreiben den nächsten Tag. Also ich hätte bevor auch ich noch ins Bett gehe, hätte ich noch gerne was zu tun. Ich möchte nämlich mindestens einen Liter Wasser trinken, ja, weil ich schlau bin. Und der Wirtin sage ich, dass sie mir zum Frühstück doch bitte eine kräftige Gemüsebrühe vorbereiten soll. Und ich hätte noch, bevor ich schlafen gehe, noch ein bisschen was geschnitzt. Ja, kannst du mit einer Holzbearbeitung gerne tun. Was soll es werden, wenn es fertig ist am Ende? Irgendeine Kleinigkeit, was halt gut aussieht. Eine kleine Goblin-Figur. Ja. Vielleicht wird es ja sogar Goggelmocke. Ich lasse mir für den Zauber selbstverständlich Zeit. Gar nicht so gut, aber machbar. Die Lebenspunkte kosten, die der Frigosphero braucht, beim Auslösen, oder? Beim Auslösen, wie immer. Jawohl. Okay, dann der nächste Tag. Sidon hat eine unglaublich volle Blase, aber wenn du geweckt wirst von der Besitzerin, kannst du so schnell wie möglich nach draußen rennen und dein Wasser ablassen. Ihr könnt frühstücken, eine gute Suppe mit deftig Fleisch drin und dann wieder aufbrechen, wenn ihr mögt. Wie wollt ihr laufen? Ich würde auf dem Markt gerade noch ein deftiges Brot und etwas Wurst kaufen, falls wir nicht wieder auf Spitzwerke treffen.
um für das Mittagessen zu sorgen. Dem ja. würde ich mich auch anschließen. Ja, wie gesagt, viel Viehzucht hier, auch auf viel zu kleinem Felde. Überall links und rechts der Straße gibt es wohl eine ganze Menge an Rindern, die hier stehen. Also kannst du eine gute Rosenbuscher Rindersalami erwerben, die dir als Wegzehrung dient. Gut gepökelt, schön Salz drin. Das ist alles, was man nach einer durchzechten Nacht braucht. Da freue ich mich richtig drauf. Und so könnt ihr weitergehen. Direkt durch den Wald in den finsteren Kreienforst oder der Straße entlang folgend. Sidon ist der Anführer. Wie lauft ihr? Ich würde vorschlagen, dass wir uns erstmal an der Straße halten. So viel abkürzen können wir nicht. Und wenn in diesen Wäldern tatsächlich das Gewürm und Marina von Mersing unterwegs ist, wäre das ungünstig, wenn wir auf sie treffen. Ach, die hören und riechen wir doch, bevor wir auf die treffen. Das ist richtig. Aber wir können unter Umständen nicht schnell genug wegrennen. Ja, warum reicht ihr auch ohne Schweine? Weil man Schweine isst. Nicht die, die man zu Reitschweinen und sowas hat. Ja, doch schon. Wenn sie tot sind, dann essen wir sie. Klar. Ja, aber... Und wenn sie tot sind, dann essen die uns. Ja, so wie sich das gehört. Das ist nun mal der Lauf der Natur. Ja, ja, richtig. Für gewöhnlich reiten Menschen auf Pferden. Ja, das haben wir schon gesehen. Deswegen sind wir auch Menschperten. Die sind auch etwas schneller als die Schweine im vollen Galopp. Auch wenn Schweine vermutlich in unwegsamem Gelände deutlich agiler sind. Also ich ziehe immer dem Wald vor. Was ist das, dieses Alila? Beweglicher. Also ich würde auch durch den Wald gehen. Der Wald bietet Versteckmöglichkeiten und gibt uns die Möglichkeit, unseren Kampfgrund selbst zu wählen. Und es erinnert mich einfach nur an Maraskan. Ach, das sind so schöne Wälder. Wer ist das? Maraskan, das ist eine Insel. Was ist eine Insel? Land ja. im Wasser ist eine Insel. Ah, so wie beim, wie heißt denn der Pool nochmal? Da ist auch so ein bisschen Land drin. Na, ja, Birke. Und jetzt stellt euch dieses Wasser so groß vor, dass man das Ende nicht sehen kann. Man darin ein ganzes Land. Das ist eine Insel. Das ist ein guter Witz. Ja. Du und bist jetzt lustig. Und jetzt stellt euch diese Insel vor und jede Pflanze und jedes Tier auf dieser Insel will euch umbringen. Dann habt ihr Maraskan. Also so schlimm ist Maraskan nun auch wieder nicht. Das ist wunderschön. Vielleicht ich muss ich dem zustimmen, mir ist das Bornland auf jeden Fall lieber. Ja, wenn ich die Wahl habe, von verwachsenen, mutierten Pflanzen aufgefressen zu werden und vom schwarzen Eis zerschlitzt zu werden, weiß ich nicht, was davon ich wählen müsste. Die Festumer Bucht ist wunderschön. Ja, das ist richtig. Gegen einwenden. Und in jeder Schenke gibt es den guten Meshkinis. Wenn die Stadt nicht am Verhungern ist. Wir sind nicht am Verhungern. Gut. Offensichtlich ist die Mehrheit dafür, durch den Wald zu gehen. Tun wir das. Also, wenn du ganz große Angst hast, dann darfst du bei mir auf dem Streitwagen mitfahren. Ich habe keine Angst. Ich möchte nur... Im Wald sind wir auffälliger. Und Kasim deutet mal so einmal an sich herab, denn er trägt eine weiße Robe. Ja, warum ziehst du denn so ein komischen Zeug an? Genau, du kannst dich auch einfach in Dreck wälzen, dann sieht man das Weiß nicht mehr so. Dann ist der Zweck des Weiß allerdings verfehlt. Pershing guckt gerade sich runter. Es unterstützt meine Fähigkeiten, deshalb trage ich Weiß.
Verstehe ich nicht. Muss ich verstehen. Also gelb finde ich auch viel schöner. Ich weiß auch nicht, warum du weiß trägst. Gelbe Roben. Weißt du, warum die Zwerge immer einen gelben Bauch haben? Nein. Weil die immer gegen den Wind pinkeln. Hey, Schneepy. So könnt ihr durch den finsteren Krallenforst, der euch den Regen wohl abnimmt durch die hohen, hohen Bäume, allerlei platscht und prickelt das noch einmal an den Blättern herab. Das Moos, was hier wächst, ist wohl schon älter als die Boronsräder. Vielleicht hat hier noch nie jemand einen menschlichen Weg hindurchgewählt, wohl aber einige Goblins und zahlreiche Tiere. Vor euch erheben sich dann irgendwann nicht nur Hügel, sondern die ersten kleinen Berge, kann man tatsächlich dazu sagen, während ihr euch entlangtastet und könnt dann irgendwann dem Geräusch von Hämmern nähern. Bis ihr dann nach grob, ihr würdet sagen, die ersten 6 Meilen seid ihr schon gegangen, sind wohl noch einmal 5 weitere Meilen gewesen. Die Hälfte des Tages ist wohl durch. Auf die Isenbuhler Erzmine könnt ihr treffen, die eine Palisade hat, und zahlreiche Wachen, die davor stehen und argwöhnisch vor allem die Straße herunterblicken und euch so, wie ihr gerade aus dem Wald kommt oder kommen könntet, noch nicht gesehen haben. Du, Herr Ritter, reden wir mit denen? Haltet ihr das denn für eine gute Idee? Weiß ich nicht. Ich frag ja. Ich möchte die Entscheidung auch nicht alleine fällen. Na gut, Ronga, reden wir mit denen oder nicht? Natürlich reden wir mit denen. Na gut, dann kündigen wir euch an. Damit die keine Angst haben und Pipi in die Hosen machen. Groggel, Fanfare. Ja, natürlich. Warte. Das ist vielleicht auch keine gute Idee. Ja, jetzt zu spät. Hallo! Hallo! Hat jemand eine Regenbogenfahne? Nein. Scheiße. Ich glaube, sie sprechen kein Tröterisch. Ich glaube, sie haben das. Sie haben das als einen Angriff verstanden. Ihr könnt sehen, wie die zahlreichen Leute, die Wachen, die Minenarbeiter organisieren, aus der Mine rausschaffen und dann in einer gut geordneten Struktur, in einer gut geordneten Reihe zurück hinter die Palisade schaffen. Und allesamt dann, das Tor wird verschlossen, Bogen, die hier rausgezogen werden und zahlreiche Minenarbeiter, die sich jetzt ebenso bewaffnen. Ja, ich trete heraus mit den Händen hinter den Kopf. Schwert ist immer noch auf meinen Rücken, aber ich mache keine Anstalten, meine Hände in diese Richtung zu begeben und möchte in ihr Sichtfeld gehen. Er seid ihr! Im Namen keine der Baronin Regelsaum! Wir sind keine Feinde. Wir haben Goblins bei uns, die haben getötet. Grüße von der Baronin und ihrem Opa! Hinter euch ist ein Goblin! Passt auf! Er ist es. Nicht das Feuer. Nicht feuern. Nicht das Feuer eröffnen. Ein unglaublich alter Mann zittert wohl, lässt sein Pfeil los. Der fliegt in Richtung von Goggelmoggel. Oh, tockt vor ihr 3-4 Meter in den Boden. Keine Ausreichprobe.